Servus Leute, ich bin der Bembers und da hinten steht der Bomber. Ja, ich baue mir aus diesem Transporter da hinten, baue ich mir einen Quick-Camper, den Bembers Biertisch Bomber, den ich in einer halben Stunde umbauen kann vom Transporter zum Camper und dann wieder zurück zum Transporter. Yeah. Servus Leute, heute geht's weiter mit dem Bembers Bomber. Ja, ich bin jetzt unterwegs wegen meinem Hubtisch. Ich habe Schweißerei entdeckt in Nürnberg, die machen mir das. Und zwar sind es SchweißerInnen. Alter, wie geil ist das, oder? Mädels, die schweißen, Alter, gibt's doch alles heutzutage. Super geil, finde ich spitze. Schau hier, Schweißerei Michel. Die machen normalerweise machen die so einen Scheiß nicht. Ne? Die machen richtig geiles Zeug irgendwie. Aber dann bin ich auftaucht und dann haben die gesagt, ey, für den Bembers machen wir das natürlich. Da hinten steht der Bomber. Ne? Und jetzt schauen wir mal rein zu den Mädels. Jetzt muss ich Maske aufsetzen, ey, klar. Ne? Aber die sind echt gut drauf. Ey. Ich habe ein bisschen was vorbereitet für die Ladies, dass die sich nicht ganz so schwer tun. Habe einen Plan gemacht. Das schauen wir uns jetzt mal an. Alles klar, haut rein. Ja, jetzt bin ich da. Ich habe Maske auf, ne? Ist ja klar. Corona-Bedingungen. Und hier ist mein Hubtisch. Hier hinten steht mein Hubtisch, ne? Mit diesen Untergestellen, mit Beinfreiheit. Und das müssen wir jetzt modifizieren, dass aus diesem normalen Biertisch quasi ein Hubtisch wird, den man hochfahren kann. Ja, und die Andrea, die zeige ich euch gleich. Die ist schon schwer am Ackern. Ich habe hier von einem alten Biertisch habe ich hier die Untergestelle und die machen wir so, dass das quasi so ein Rahmen wird, aber das zeige ich euch jetzt alles. Also stelle ich euch mal die Andrea vor. Oh, yeah. Ja Leute, so ist der Plan. Ne? Also das sind die zwei Tische im Transporter links, rechts und das ist der mittlere. Und damit man sich dann auf die Tische quasi setzen kann, muss ja der mittlere Tisch, der ja eigentlich zur Liegefläche, die Liegefläche darstellt, der muss ja dann hoch und runter gefahren werden können. Und wir bauen jetzt erstmal hier unten diesen Rahmen aus den alten Untergestellen. Und das ist die Andrea. Andrea, schau doch mal her, du. Super spezial. Und die ist jetzt gerade schon fett dabei, aus diesen alten Untergestellen da unten diesen Rahmen da zu bauen, wo dann auch die Holzplatte später drauf kommt für die Fußablage. Und dann kommen später noch zwei so Vierkant-Profile hin, wo dann der Tisch innen läuft mit dem Splint, zack, und ganz einfach rough and dirty. Yeah. Ich hau jetzt mal den Zeitraffer rein und dann könnt ihr der Andrea ein bisschen bei der Arbeit zuschauen. Das ist doch eine gute Idee, oder? Und setzt euch eine Brille auf beim Schweißen, Leute. Ich habe mir meine Brille jetzt schon aufgesetzt, ey, weil jetzt wird geflext und geschweißt. Ey. Check it out. Ey. Yeah, brutzel. Auf jeden Fall in Ordnung, dass ich hier mal Schutzbrille dabei habe. Ja, Sicherheit geht vor. Der erste Rahmen ist jetzt dann gleich fertig. Die Andrea macht das so geil, das ist der Hammer. Spezial, so. Bin fasziniert. Glow, little glow, glimmer. Ja, es glüht alles. Also dann. Also wer sich gefragt hat, was da oben rechts im Bild immer war, das ist eine Schaufensterpuppe in Plastik eingepackt. Also jeder hat da irgendwie halt einen anderen Fetisch, ne? Das ist ja ganz normal. Aber man erkennt dann sofort, wo die Frauen arbeiten, ne? Weil wenn ich da rüber schaue in die andere Schweißkabine hier, ich denke mal, ich gehe davon aus, dass hier auf jeden Fall der Mann arbeitet. Oh, alter Schwede.
Ja. Yeah. So ist es. Andreas schaut im zweiten Rahmen hin. Alles spitze. Wahnsinn. Der Andrea hat gesagt, sie hat drei Brüder, die sind handwerklich überhaupt nicht begabt, dann muss sie das jetzt übernehmen. Hat sie ja völlig recht. So, der zweite Rahmen ist jetzt auch fertig. Da liegen sie alle zwei. Was wir jetzt machen, um da weiterzugehen, ist, wir flexen jetzt hier von dem normalen Tisch hier, hier so wie er steht. Wir flexen das jetzt hier ab und dann müssen wir messen, dass wir dann, wenn der Tisch normal ist, dass er auf der normalen Tischhöhe von 78 ist, inklusive Platte. Ja, also das heißt, man muss ja dann, wenn man das da hochzieht, dass das dann alles passt. So, ja, dann hätte ich gesagt, flexen wir mal das Ding ab. Links und rechts hier. Cut, maybe cat. Nee. Wir schneiden es hier einfach ab. Und dann müssen wir es vielleicht später, wenn es nicht ganz hinhaut, müssen wir es vielleicht sogar noch nach unten ein Stück verlängern, weil das wahrscheinlich ziemlich knapp wird, wenn der Hochtisch hochgeht. Weil wenn da nur 5 cm übrig bleiben, dann glaube ich, ist das eine ziemlich kippelige Geschichte. Und da kommen jetzt dann an die Rahmen, kommen ja innen jetzt diese Vierkantprofile hin. Aber jetzt machen wir erstmal den Tisch hier. Und dann messen. Und dann wird es alles gut. Ja, Andrea macht kurz eine Pause. Ich glaube, ich hole mir auch mal eine halbe Bier. Ja Leute, ich habe mir jetzt mal eine halbe aufgemacht. Ich kriege da vom Zuschauen schon extremen Durst. Das ist Wahnsinn. Wenn da die Funken fliegen, eine Hitze. Unglaublich. Prost, Gemeinde. Habe ich noch was entdeckt, Leute, abgefahren. Ich gehe mal davon aus, dass wenn die Andrea mit dem Bambersbomber fertig ist, dass sie dann wahrscheinlich sofort mit dem Batmobil weitermacht. Alter, was hier alles rumliegt, ey, abgefahrene Scheiße. Und das ist original solid, ne? Solid, ey, geiles Ding. Ja Leute, nach langem Messen haben wir jetzt festgestellt, dass die Beine jetzt zu kurz sind. Aber die Andrea hat gesagt, das ist kein Problem. Wir machen einfach hier so ein Stückchen dran. Und dann passt das. Hier so Teile dran. Und dann kann man das schön in den Vierkantprofilen hochziehen. Alles klar, auf geht's. Tisch die verlängerten Füße. Sehr schön alles. Ich habe jetzt gehört, die Profile gesägt, die Profile werden gesägt. Ja, ja. Ist doch geil, wenn man so Profi-Action hat hier. Ja, ja. Sehr schön. Brauchen wir ja 4 Stück davon. Und die werden dann unten an die Rahmen geschweißt. Sau geil. Die Holme für den Hochtisch sind jetzt fertig in der Länge und jetzt kommt natürlich da noch ein Loch rein, damit man dann später den Splint setzen kann für die Höhe, damit man das dann arretieren kann. Der Andrea, die macht das so super, ey. Erst natürlich klein vorbohren und dann kommt 12er Loch und dann kommen hier diese Teile da rein. Die werden dann auch noch zurechtgebogen. Ne? Und dass man das halt schön durchstecken kann. So, die Holme sind jetzt fertig. Die Andrea richtet das gerade ein und dann kann man unten den Rahmen an die Holme hinschweißen. Puh, schweißen, ey. Ich bin verschwitzt. Deswegen habe ich mir noch eins aufgemacht. Leute, ich hau den Zeitraffer rein und dann könnt ihr euch anschauen, wie diese Holme an die Rahmen unten an den Tisch hingeschweißt werden. Und dann checken wir das aus. Löcher sind schon gebohrt für den Splint
Und dann checken wir mal den Hubtisch aus, ey, wie der funktioniert. Yeah, yeah, yeah. Du Volldepp bist optisch, ein Bluterguss. Weiße Socken und Sandalen mit Klettverschluss. Gib doch mal die Double Bass, ich dreh am Rad. I don't give a shit about ya, Bausparvertrag. Du musst dich entscheiden, du hast die Wahl. Lebst du oder stirbst du schon mir? Scheißegal. Rein aus mit Gatteich und Früchtetee. All living in der Zentrifuge bei 14G. Neutral aus den Cojones. Leute, Leute, jetzt ist die Chefin, die Ramona, ist jetzt angekommen. Jetzt wird's teuer. Das sag ich euch, weil jetzt hält die. Jetzt muss die auch noch mit Erwin, da hinten steht sie. Ramona, winke mal, dass die Leute dich sehen. Kannst du winken, ja? Halten und winken ist immer schwierig. Die Ramona und die Andrea, jetzt sind alle am Start. Und ich muss wahrscheinlich jetzt ganz tief in die Tasche, weil weißt du, das ist natürlich jetzt, wenn die Chefin selber mit hinlangt, Alter. Naja, aber nützt ja nichts. Wisst ihr? Wenn man alle wegen zusammenhelfen, kann gar nichts passieren. Das ist mein Motto. Alles klar, die machen das super. Es werden nämlich die Löcher gebohrt in diese Untergestelle, damit der Sprint dann da durchgeschoben werden kann. Stimmt's, Ramona? Selbstverständlich. Stimmt, ne? Genau. Ramona war beim Friseur. Was sagt denn? Könnt ihr in die Kommentare schreiben. So interessante Haufe, finde ich gut. Ne? Nicht so irgendwie diese langweilige Scheiße oder wie die Omas immer rumrennen in der Kind of Blue. Weißt du? Oder so dieses Honigergrau, ist ja ekelhaft. Wenn sie junge Frauen dann zu Omas machen. Uah, ich wollte neulich schauen über die Straße. Dabei war ich erst 16. Leute, jetzt habe ich natürlich als kleine Überraschung für meine Schweizerinnen noch ein paar Aufkleber, Autogrammkarten und T-Shirts. Ne? Und die T-Shirts, die müssen sie jetzt dann natürlich schon anziehen, wenn wir den Hubtisch dann ins Auto reinstellen. Ne? Leute, geil. Ja, Leute, Wahnsinn, ne? Schweißerei Michel, die Ramona und die Andrea, die haben blitzsaubere Arbeit geleistet. Schaut mal, der Tisch ist fertig. Schön, oder? Wahnsinn. Ne? Das ist jetzt halt quasi eingefahren. Und jetzt bauen wir nochmal ein, oder? Hätte ich gesagt. Mädels, seid ihr soweit? Na, freilich. Obacht, dass das unten nicht rausrutscht, ne? Genau. So. Spitze. So schaut's aus. Ist er? Das passt ja wie die Faust aufs Auge, oder? Schau mal her, du. Das ist jetzt quasi die Liegefläche. Jetzt brauchen wir bloß nur, dass Corona vorbei ist und dann auf geht's aufs Festival, ne? Darf die Presse da nicht hören. Wenn einer von euch Bock hat, ne? Sag kein Problem, ich hab da noch einen Platz frei. Ne? Picobello! So, und jetzt hau ich einen Zeitraffer rein und dann zeige ich euch mal, wie das mit diesen Splinten hier, wie man den hochfahren kann. Ne? Und dann kann man sich auch mal, dann kann man mal kurz Probe sitzen. Das ist saugeil, ey. Super Spitzenklasse, alles klar. Also, auf geht's. Zeitraffer. Die Mädels haben sie bewaffnet. Sie haben alkoholfreies Radler, glaube ich, oder irgend sowas, ne? Weil die müssen ja nur weiter schweißen. Weil das ist halt der Unterschied, ne? Weißt du, wenn du jetzt mich anschaust, das ist halt Schweiß. Und das sind Schweißerinnen. Alter, check it out. Und was sagt er jetzt? Top. Ist doch super geil, oder? Ja. Ha? Der Bembers Bomber hat seinen Namen in aller Ehre gemacht. Bembers Bomber, du. Ihr seid verantwortlich dafür, dass ich dann da mich schön zusammensaufen kann. Lasst es euch schmecken, das habt ihr euch verdient. Super geil. Schweißerei Michel, ey. Ich tue es unten verlinken in der Videobeschreibung. Ne? Und wenn einer da Bock hat, die machen hauptsächlich für die Industrie, schweißen die. Aber wie gesagt, für den Bembers haben die eine Ausnahme gemacht, weil ich natürlich auch super Typ bin. Und da unten, auf der Höhe von dem Bierkasten, da wo die Ladies die Füße drauf haben, da mache ich nur ein Brett rein, eine schöne Fußablage. Und das packe ich auch gleich ins Video rein, weil ich fahre jetzt rüber zur Schanzenbräu und da säge ich das dann alles zurecht. Picobello, oder? Ja? Lässt sich das aushalten? Schon. Aber ihr müsst weiterarbeiten, Megan. Alles klar. Alles klar, mach doch mal Winke Winke für die Zuschauer. Das Spitzenklasse, die Andrea und die Ramona, ey, super geil. Vielen Dank, ey Mädels, ihr wart Spitzenklasse. Dankeschön.
Ja Leute, jetzt bin ich von den Mädels wieder zurück bei Schanzenbräu. Das ist gleich um die Ecke. Und ich habe in der Zwischenzeit mir gedacht, jetzt bin ich schon drüber, hey, mit dem ganzen Scheiß einräumen und so weiter. Und ich habe jetzt mir auch schon gleich das Brett für die Fußablage unten gebaut. Und aus dem ganzen Rest und Altholz, was ich noch übrig gehabt habe, habe ich noch ein paar so Gimmicks gemacht. Schaut euch das mal an, ist saugeil geworden. Yeah, yeah, yeah. Das ist quasi die Fußablage oder ne, unten das Brett. Da kommen die Holme. Hier kommen die Holme durch vom Hubtisch. Kommt unten drauf. Ich habe da unten auch noch so ein bisschen Verstrebung gemacht, damit es nicht ganz so wackelt. Und ich habe mit dem Altholz auch noch hier meine Küchenablage gebastelt. Ja, die schraube ich dann, oder die ist ja mit dem Stecksystem, die baue ich dann später auch. Eines zeige ich euch jetzt dann gleich. Und da war noch Holz übrig und da habe ich mir für Bierkästen, weil Bierkästen hat man immer dabei, aber man hat oft zu wenig Stühle, habe ich mir so eine Sitzauflage gebastelt, die genau in den Bierkasten reinpasst. Das schaut dann so aus. Das ist echt geil, ne? Mit dem ganzen Altholz, das ist doch kein Problem. Okay, so, ich baue jetzt unten das Brett mal hin an den Hubtisch. Ich bin immer noch völlig begeistert von dem Hubtisch. Ich baue jetzt das Brett mal rein und könnt ihr zuschauen, aber ich hau den Zeitraffer rein. Alles klar, Leute. Yeah, yeah, yeah. Alter, wie geil, ey. Jetzt ist es perfekt. Schöne Fußablage. Super geil. Jawohl. Jetzt müssen wir das testen, ey. Ich hab Durst, ne? Und nur vom Hula-Hula geht der Durst nicht weg. Checken wir das mal aus, ey. Ja, Die Mädels haben vorhin natürlich alkoholfreies Weizen getrunken, das ist nichts für ein Bembers. Ne? Bembers braucht ja schon was Ordentliches. Schaut mal, wie das hier flutscht, ey, geil. Abgefahrene Scheiße. Sau geil. Beinfreiheit unten. Bigobello, hey. Ich habe hier meinen Reiseaschenbecher dabei. Klapp, super. Kippe, Bier. Ist das geil oder was? Leute, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, baut euch sowas nach, falls irgendwann mal wieder Festivals möglich sind oder wie gesagt an den See fahren. Wenn ihr so einen Camper habt, so einen Transporter, den ihr aber als Transporter braucht und den ihr aber schnell umbauen wollt. Ich habe viele Überlegungen noch. Also ich baue noch eine Dachhaube rein. Ich habe auch hier die Trennwand schon modifiziert mit einem Schiebefenster aus einem T4. Und ja, ich habe ja hier noch, das zeige ich euch später noch ganz kurz, diese Ablage zum Kochen. Und ich habe mir überlegt, hey, bevor ich jetzt hier das Lasieren anfange, habe ich mir gedacht, ey, Alter, das ist ein Rock'n'Roll-Mobil, ich streiche alles, was hier Holz ist, und ich streiche das matt schwarz, Alter, wie geil ist das, oder? Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann abonniert den Kanal. Wie gesagt, es kommt noch Rock'n'Roll-Scheißhaus. Die Beschriftung außen, mache ihr eigenes Video. Auch von der Lackierung von den Bänken, wie es dann ausschaut, auch mit den Matratzen dann drin, mit den Überzügen. Die Überzüge werden dann schönes Weinrot, also für einen Nürnberger schwarz und rot. The only colors you need, man. Ja, also besser geht's ja kaum. Ich hole mal schnell dieses Küchenteil und baue das rein. Ich mache das einfach mal so. Und dann sieht man diese Ablage da hinten. So, yes. Ich zeige euch das nochmal im Detail. Moment. Yeah. Hier hinten habe ich es so ausgeschnitten, dass es nicht rausrutschen kann. Ansonsten verkeilt sie das hinten mit der
mit der Liegefläche bzw. mit der Sitzbank. Ja, und da kann man dann so einen Kaffee kochen. Und wie gesagt, das ist Altholz von der alten Bierbank, die ich da auseinandergebaut habe, um die Untergestelle für hier zu kriegen. Und das wird alles noch abgeschliffen und dann gibt es matt schwarz. Und vielleicht da oben so auf den Tisch und auf die Dinge noch mal so, so mit Schablone irgendwas drauf gesprüht, irgendwie so ein Totenkopf Bembers Bomber oder so. Leute, saugeil, haut rein. Bis zum nächsten Video.